Ey yo, meine lieben Fightheads, willkommen zu Crunk MMA and here we go! Gegard Mousasi beeindruckte in seinem letzten Kampf bei Bellator 264 gegen John Salter durch einen krachenden TKO-Finish in der dritten Runde und dominiert die Division weiterhin. Als nächstes wird er sich gegen Austin Vander vorstellen. Hier sehen viele Gegard als erneuten Sieger und Bellator-Chef Scott Coker plant für Gegard langsam aber sicher schon den nächsten Kampf. In Planung steht ein Rematch mit dem Russen Alexander Schlemenko. Mousasi gab sein Debüt gegen Schlemenko bei Bellator 185 und gewann durch Decision. Der Kampf gehörte zu den wenigen, in dem Mousasi ernsthaft verletzt wurde und unter großem Druck stand. Doch in der ersten Runde brach ein Schlag von Schlemenko Mousasis rechte Augenhöhle, was die Folge hatte, dass er den Rest des Kampfes nur noch mit einem Auge kämpfen konnte bzw. musste. Mousasi konnte sich beispielsweise mit mehreren Neck Cranks, Rear Naked Choke versuchen, Schlemenkos Erschöpfung sichern und den Kampf dominieren, nach einstimmiger Punktentscheidung gewinnen. Die Wahrscheinlichkeit, dass sich auf Gegard Mousasis Fight Record ein zweites Mal den Namen Alexander Schlemenko lesen lassen wird, ist groß, da Scott Coker bereits bestätigt hat, dass ein Rückkampf zwischen den beiden möglich ist. An der Stelle muss ich sagen, dass ich die Vorstellung auch ziemlich geil finde, dass die beiden vielleicht ein zweites Mal kämpfen könnten, weil ein Rematch immer um einiges deutlicher macht, wie er mehr gelernt hat, mehr zu bieten hat und einfach der bessere Mann ist. Alexander Schlemenko ist vom Namen her im Vergleich zu Gegard Mousasi, und da müssen wir ehrlich sein, zwar kein großer, aber seine Skills sind schon ziemlich brutal, was er im ersten Kampf auch deutlich bewiesen hat. Im wahrsten Sinne einfach Faust aufs Auge. Schlemenko, der sich zu einem möglichen Rückkampf selbstverständlich bereits geäußert hat, hält sich kurz und sagt Folgendes: Scott Coker und ich haben über meine Leistung beim nächsten Turnier in Russland gesprochen. Ich wäre an einem großen Kampf gegen Gegard Mousasi interessiert. Vor allem, wenn ich diese Gelegenheit in Russland bekommen würde, wäre es eine absolute Bombe. So, meine Kämpferherzen, das war's an der Stelle. Ich verabschiede mich. Schaut das nächste Mal wieder rein, wenn es euch gefallen hat.